So, willkommen zurück bei Dragon Ball Z Kakarot. Also, wir müssen einen Dinosaurier jagen. Los geht's. Mageres Dinofleisch, jawohl. Haben wir geschafft. Sieht aus, als wäre dieses armselige, weinerliche Kind, das seinen eigenen Äpfeln nicht kriegen konnte, schon lange weg. Du bist der Typ, der mich hier ausgesetzt hat. Ja, ist der Piccolo, vergiss das nicht. Piccolo? Piccolo? Piccolo-san? Moment mal, das ist doch nicht etwa der Piccolo, gegen den mein Papa vor langer Zeit gekämpft hat, oder? Dein Vater hat dir bestimmt schon von mir erzählt. Dann weißt du ja, wie furchteinflößend ich bin, nicht wahr? Ja, er hat doch was von einem Dämonenkönig Piccolo erzählt, der echt fies war. Okay, fangen wir mit den Grundlagen an, ja? Als erstes musst du lernen zu fliegen. Son Gohan hat begonnen, mit Piccolo zu trainieren. Um das Fliegen zu erlernen, musste er erst seinen Chi beherrschen. Mit Piccolo als strengem Lehrer lernte Son Gohan mit der Zeit, das Chi zu kontrollieren. Ich habe es geschafft. Sehr gut. Langsam erhältst du deine Energie. Boah, dich nicht zu früh. Ich werde dich den echten Kampf lehren. Mach dich bereit zum Sparring. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Und denk ja nicht daran, einfach abzuhauen. Hast du verstanden? Du kannst jetzt fliegen, wenn du Son Gohan spielst. Ich glaube, ich habe die Sache mit dem Fliegen echt raus. Da ist noch ein blaues Ausrufezeichen, da würde ich echt noch mal gerne gucken, das ist eine Sidequest. Oh, Gegner. Ja, yeah, wir haben es geschafft. Oh nein, Baba braucht Hilfe. Alles in Ordnung? Ah, diese Roboter belästigen mich. Hilfe! Die alte Frau wird von abtrünnigen Roboter angegriffen. Hilf ihr und mach aus diesen Rostkübeln Altmetall. Jawohl, wir helfen ihr. Trübe Zukunft. Los geht's. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich muss der Frau helfen. Na gut, auf geht's. Die kriegen wir schon. Ja.
Das war einfach. Oh, ich weiß es nicht, dass ich den erledigt habe. Gut gemacht, Junge. Du hast mich gerettet. Hier ist es nicht sicher. Hier gibt es lauter gefährliche Sachen. Dessen bin ich mir bewusst. Ja, aber es gibt da etwas, was ich unbedingt haben muss. Ich wollte eigentlich meine Assistenten schicken. Aber natürlich leiden sie gerade an Bauch- und Kopfschmerzen. Keine Ahnung, warum ich sie nicht feuere. Und deshalb bin ich alleine hier. Was wolltest du denn finden? Oho, meine Güte, du bist aber neugierig. Das hier suche ich. Wasserin Baba zeigt Son Gohan einen wunderschönen Stein. Das ist ein Stein. Das ist kein gewöhnlicher Stein. Er hat die nötige Kraft, um meine Kristallkugel zu verbessern, die ich zum Wahrsagen benutze. Ach, du bist also eine Wahrsagerin? Oho, so ist es. Ich bin Wahrsagerin Baba. Dein Vater und ich kennen uns schon sehr lange. Was, mein Vater? Du kennst meinen Vater? Ja, ich kenne ihn, seit er ein Kind war. Wow. Mehr verrate ich dir nicht über uns. Wenn du mehr wissen willst, solltest du deinen Vater fragen, wenn er zurückkommt. Nun denn, zurück zu meiner Kristallkugel. Ich beabsichtige, die Kraft dieses Steins zu nutzen, um die Zukunft der Erde zu sehen. In letzter Zeit konnte ich nicht viel sehen, als ich versuchte, mehr über die Zukunft des Planeten zu erfahren. Ich fürchte, dass ich vielleicht nichts von einer bevorstehenden Tragödie erfahre. Darum hoffe ich, mit diesem Stein die Kraft meiner Kristallkugel zu steigern. Ich hab's. Ich teste die neue Kraft meiner Kugel, indem ich in deine Zukunft sehe. Ich schulde dir ja was für meine Rettung. Danke, aber eigentlich bin ich ganz schön in Eile. Ach, das dauert nicht lange. Und an deiner Stelle würde ich mir diese kostenlose Prophezeiung anhören. Normalerweise kostet sowas ein Vermögen. Ich verlange 10 Millionen Seni pro Prophezeiung. Aber ich bin bereit, es diesmal kostenlos zu machen. Wow, das war kein Scherz. Das ist wirklich ein Vermögen. Na gut, ich will die Prophezeiung hören. Ja, na gut so. Fangen wir an. Oi, 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 und ha. Grimmel, Grimmel, Grimmel. Du meine Güte. Also, was siehst du? Irgendwie macht mir das Angst. Sag doch was, du stresst mich. Deine Zukunft umfasst zweifellos sehr viele schwere Zeiten. Schwierigkeiten? Du hast einen harten Kampf vor dir. Ich muss ehrlich sein, dein schwieriges Leben habe ich noch nie gesehen. Oh nein. Aber ich sehe am Ende des Tunnels ein vages, aber starkes Licht. Es ist also nicht alles verloren. Ach, also danke für die Prophezeiung. Ich muss los. Meine Prophezeiungen sind hundertprozentig korrekt. Wenn ich sage, dass es ein Licht gibt, gibt es auch eins. Und jetzt zur Zukunft der Erde. Oi, 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 oi. Hier werde ich wohl keine... Was? Hier werden wohl zwei Kugeln landen. Danach sehe ich nur Dunkelheit. Was ist mit diesem Ding los? Ich habe gerade ihre Kraft gesteigert. Das bedeutet wohl, dass etwas Unglaubliches passieren wird. Dunkelheit. Die Zukunft des Jungen war auch voller Dunkelheit, aber da war ein Licht zu sehen. Vielleicht sind das Schicksal des Jungen und das des Planeten auf tiefgründige Art und Weise verbunden. Sie sind mit Sicherheit verbunden. Schließlich ist der Junge Son Gokus Sohn. Welche Tragödie diesen Planeten erwarten mag, wir sind bestimmt in sicheren Händen. Ich erwarte Großes von dir, Son Gohan. Mir stehen also garantiert extrem schwere Zeiten bevor. Was? Ich schätze, ich könnte etwas mehr Training gebrauchen. Och. Schwere Zeiten auf jeden Fall. Aber er ist ja nicht allein. Seine Freunde sind ja bei ihm. Noch einer.
Und so, das wäre auch erledigt. Gehen wir mal zu Piccolo. Du bist nicht weit nach Hause gelaufen? Dann legen wir direkt los. Mach dich bereit. Okay. そして動け。そのまま。よし。あとたった6ヶ月しかないんだぞ。 Ja, da hat mir Piccolo ordentlich vermöbelt. Das hat er nicht kommen sehen. Kono Hantoshi de Nakimushi dake wa nantoka naotta yo da na. お父さんと戦ったんでしょ?まだ戦いは終わっていない。サイヤ人を倒したら次は貴様の父の番だ。でも、お父さん言ってたよ。生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。ち。僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは 怖がってたけどね。くだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ。明日はこんな優しい仕事じゃないぞ。はっ、はい。くそったれが。 このオーレンガの超スピードを見事捉え、元気玉を使いこなしてみろ。そりゃ。おお、あっさりと。まあ見事だ孫悟空。苦労したもん。 何度もくどく言うようだが、元気玉は全てのものからあらゆるエネルギーをほんの少しずつ分けてもらい、それを集合して放つ技。下手をすれば守るべき自分の星ですら破壊してしまいかねん、とんでもないパワーがある。どうしようもなくなった時にのみ一発だけ使うことを許す。うん。 Etwas Zeit verstrich. Und Son Gohans intensives Training mit Piccolo auf der Erde ging weiter. Das hier ist keine Pause. 食事と睡眠以外はこの俺との戦いだ。覚悟しておけと言ったことを忘れたか? Denk daran, du isst, schläfst und kämpfst. Daraus besteht jetzt dein Leben. Wage es nicht, das zu vergessen. Aber was, wenn ich nur... Das reicht. Wenn du nicht sterben willst, musst du stärker werden. Stärker als ich und stärker als die Saiyajin. Ich weiß, es ist nur so, dass... Weniger meckeln, mehr kämpfen. Ah.
ひとまず飯だ。続きはそれからだ。Wir essen erstmal was. Danach geht das aber wieder ans Eingemachte. Nicht nur noch trainiere, während ich nicht esse oder schlafe, sterbe ich, bevor ich besonders stark werde. Wird auf keinen Fall so stark wie mein Papa oder Mr. Piccolo. Das ist unmöglich. Moment, das ist die Chance. Ich kann mich nach Hause davonschleichen. Okay. Ich glaube, ich suche mir mal was zu essen. Ich gebe dich auf der Weltkarte hier in Son Gokus Haus. Er kommt näher und dann ist er weg. Okay, wir müssen zwar nach Hause, aber ich würde ja gerne noch ein bisschen Zeug ansammeln. Den ganzen Obst brauchen wir ja ein bisschen unser... Na komm her. Wenn ihr schon so... Wenn ihr schon so Neugierigen seid... Ah, wir haben sogar die nächste Stufe erreicht. Voll gut. Son Gohan ist schon Stufe 6. Was wollte ich denn? Achso. Ich wollte eigentlich mal was essen. Also es ist ja auch, durch Essen können wir halt unser... Durch Essen können wir auch unser... Alter, ist Son Gohan schnell. Oh, Gegner. Durch Essen können wir auch unsere Abilities ein bisschen steigern. Frage ist nur, wo ich essen kann. Kann ich das überall? Ein paar Orbs einsammeln, die hier gerade schon so ein bisschen auf dem Weg sind. Einfach mal ein bisschen hier rumfliegen. Ein bisschen die Welt erkunden. Ist doch auch schön, oder? Ach ja. Der hat mich eingeholt. Okay, dann, wenn ihr es so haben wollt. Auf der Weltkarte sind, oder auf der Minimap, sind ja auch einige Sachen zu sehen. Was ist denn hier? Aber ich krieg das nicht kaputt so? Okay. Stufe 10. Stufe 10 Kaioken. Ach, hier war ich schon. Zur ersten Stelle. Und theoretisch was zu essen machen kann.
eine Mahlzeit essen. Kann ich mir denn was zu essen kochen? Mageres Dinofleisch. Geil. Jawohl, will ich haben. Mega. Okay. Dann gucken wir mal auf die Weltkarte. Das ist ja die Bereichskarte. Südöstliches Gebirgebereich wurde freigeschaltet. Okay. Mittlerer Ebenenbereich wurde freigeschaltet. Okay. Son Gokus Haus. Piccolos strenges Training. Piccolos strengen Trainings müde, versucht Son Gohan für eine Atempause nach Hause zu schleichen. Auf seinem Weg trifft er jemanden. Wie es Mama wohl geht? Oder meiner Mama besser gesagt? Dann finden wir es raus. Albert für Schnaufpause beendete eine Trainingssitzung. Was? Der Text geht halt immer so schnell. Ich kann es gar nicht lesen, so schnell wie es wieder einmal ausblendet. Und neue Belohnung freigeschaltet. Ich bekomme mir die ganze Zeit irgendwelchen Stuff angezeigt, das ist so krass. Ich sehe schon, hier wird jetzt wieder gefightet. Sein. Ah, guck mal, da ist jemand. Ach, den kennen wir doch noch aus Dragon Ball. Konnichiwa. Namen. Ich habe mich in letzter Zeit schlecht vorbereitet gefühlt. Deshalb reise ich herum, um meine Stärke zu erhöhen. Ich habe gehört, dass Sam Chu hier in der Gegend lebt. Ein Kämpfer, der mit einem Kampfsport-Weltturnier teilgenommen hat. Wenn ich ihn finden kann, würde ich gerne in einem Trainingskampf gegen ihn antreten. Okay. Zu wissen. Die Musik ist sehr schön. Hey, kenne ich dich nicht irgendwoher? Ja. Ah, du bist Son Gokus Sohn, oder? Ja, ich bin Son Gohan. Kennst du meinen Papa? Auf jeden Fall, wir haben schon alles Mögliche erlebt. Wow. Ich bin Pool, Son Goku hat vielleicht schon von mir erzählt. Nein, kein Wort. Tja, so ist er halt. Ja, von Yamchu hast du sicher gehört, oder?
別に聞いて。Nein, 当然聞いてますよね。Natürlich hast du das. Wunderbar. どうしてここに? Also, was führt dich hierher? genau. この辺りは新鮮な食材が多いので集めに来たんですよ。Ich koche für Yamchu und hier gibt es die besten Zutaten weit und breit. 僕は食材集めに戻りますね。もう少し集めたいですし。Ich mache besser weiter. Ich muss noch einiges einsammeln. Klar. 僕もお腹空いてきちゃった。So viele reden über Essen, das macht mich hungrig. 何を作ってもらおうかな。やっぱり肉まんかな? Vielleicht kann Mama für mich kochen. Schweinefleischtaschen wären toll. Nein! やめろ! Sofort aufhören! Fieslinge namens Berserker-Gegner sind von finsteren, blutroten Auren umgeben und wesentlich stärker als normale Gegner. Schalte sie auf eigene Gefahr aus. Oh, geil! Gut, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge von Dragon Ball Z Kakarot. Ich bedanke mich schon mal sehr für euch fürs Zusehen und wenn ihr wollt, lasst mir gerne einen Kommentar da oder auch eine Kritik, wenn ihr Bock habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder bei Dragon Ball Z Kakarot. Also, bis dann, macht's gut, tschüss, tschüss.